Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Mein Kumpel Jester ist auch wieder dabei. Hallöchen. So, erstmal an euch Entschuldigung, ein riesen Entschuldigung und ein Danke, dass ihr trotzdem da bleibt. Das ist sehr lieb von euch. Ich habe schon gedacht, jetzt in dieser anderthalb Woche, wo ich jetzt keine Videos rausgehauen habe, dass ihr sagt, da kommt nichts mehr, ich wandere jetzt ab. Ist nicht so, im Gegenteil, ich hatte sogar 2 Abonnenten plus bekommen. Das finde ich cool von euch. Dankeschön. Und zwar, der Grund ist, warum momentan die Aufnahmen nicht bekommen sind. Ich habe bei einem Kollegen Renovierungsarbeiten gemacht und das hat dann meine Aufnahmezeiten verschluckt. Ich wurde verplant und verplant und verplant. So, ich tue übrigens auch meinen Aufnahmeablauf ändern. Und zwar tue ich jetzt in... Wieso das jetzt? Hm? Was, also, warum? Ja, ich habe mich verklickt. Du hast dich verklickt, ich glaub's dir, du. Es war doch Absicht! Du Hempel. Ey, was soll ich sagen? Da vorne liegt schon eine Leiche von mir, also. Ja, genau. Ja, komm, wir gucken. Die liegt wunderbar unter meinem Schiff begraben. Tja. Doppelgänger. So, was ich sagen wollte, ich werde meinen Aufnahmeablauf verändern. Ich werde jetzt samstags 5 Folgen vorproduzieren, also sprich von Montag bis Freitag. Und dann samstags wieder neu aufnehmen. Ich hatte es ja mal angesprochen gehabt zum Thema Livestream. Es wäre technisch... Nee, es ist technisch nicht ganz möglich bei mir. Da... aus irgendeinem Grund mein Rechner ausgeht, wenn ich den Livestream starte. Überhitzt. Oder überhitzt, überlastet, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und deswegen... werde ich jetzt erstmal keinen Livestream machen. Sorry Leute, ich hab's euch zwar versprochen, kann in dem Punkt aber den Versprechen leider nicht halten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu sehr böse. Ich weiß, ihr seid enttäuscht. Ich bin ja selbst enttäuscht. Ich habe nämlich gehofft, dass das funktioniert und ja. Das funktioniert ja nicht so, wie ich geplant hatte. Also, es tut mir echt leid. Natürlich werde ich auch Fragen in YouTube oder auch wenn Fragen in Steam kommen, werde ich natürlich beantworten. Das ist klar. Nur natürlich dann in der nächsten Aufnahmeblock. Also, beziehungsweise werde ich dann direkt in YouTube oder in Steam die Frage beantworten, wenn sie mir dann angezeigt wird. So. So, gehst du mal rum und testest mal die Tür, ob die passt? Nee. Weil eigentlich da oben gerade was Schönes bauen, aber... Ja, ich weiß. Das macht bei mir keinen Sound, die Tür. Nee, macht sie bei mir auch nicht. Ah, perfekt, guck dir das an, hä? Auf dem, na gut, nicht Millimeter, aber schon recht gut. Aber wirklich richtig passend. Mal in Nahansicht gehen. Dass dann keiner jetzt hier sagt, da kann man sich ja wehtun, wenn man da reinläuft. Einfach sicherheitshalber. Locking, Ring, Airlock. So, wir haben uns ja, in einem der Folgen haben wir uns ja um diese komischen Ventilatoren hier geärgert. Die fliegen jetzt raus. Bom.
haben uns nämlich jetzt neue Ventilatoren angeeignet. Die ich da jetzt einsetze. Ach scheiße, sind die groß. Wieso? Oleg. Seht ihr den nicht? Ja. Pass auf. Hier, einen Moment, auf dem Boden. Och, sind das kleine Dinge. Wahnsinn. Riesenventilator. Was soll ich denn den hinklatschen? Gibt's die auch klein? Nee. Die gibt's zwar für kleine Schiffe, aber die gibt's nicht in klein. Okay. Riesenventilator. Klasse. Du musst jetzt wirklich so ein großes Loch bauen. Ja, muss doch da rein. Einmal drei, ey. Ja, so groß wie das Hangar-Tor. Nein, ich komme da nicht durch, ey. Natürlich nicht. Nein. Meine Computer sind da jetzt drin. Der Computer, was auch immer. Stimmt, hier oben muss noch die Glaswand fertig schweißen. Ja, mache ich noch. Und das wäre natürlich jetzt das Highlight, wenn das Ding erstmal funktionieren täte. Wie meinst du rotieren? Ja. Halt. Mal gucken, ob der irgendwo angegeben ist. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nö, ist nirgendwo angegeben. Schade. Ich glaube, das wäre auch zu heftig, wenn das Ding funktionieren würde. Das wäre aber cool, wenn es funktionieren täte. Habe ich den eventuell jetzt. Haben wir den falsch rum aufgebaut? Ich glaube ja. So sieht's aus. Na, viel Spaß beim Abbauen. Arschloch. So, nach links, nein. Nach rechts, nein. Nach unten. 2, oben. 1. Kannst du mal kurz herkommen? Wir sind gerade Schaltplatten, die auf die Fläche gefallen. Die stören beim Bau. Vier Stück. Oh ja, stampelt. Aber wo läuft es bei dir flüssiger? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich kann es ja mal mit einem Fahrstuhl ausprobieren. Jetzt runterfliegen, der ultimative. Ne. Ich glitsch da immer noch durch, ey. Ja gut, der Aufzug hat ja nichts mit der Verbindung zu tun. Teilweise schon. Was? Ja. Ach, erzähl nix. Nee, wenn du damit fährst, glitschst du ja nicht runter. Ja, weil ich ja auch der Horst bin, du Horst. Ja, du bist der Host. Du, das ist, wenn die Verbindung super ist, dann, dürfte so etwas nicht passieren. Ja. Zumindest kann ich jetzt behaupten, ich habe jetzt eine Standleitung statt eine WLAN-Leitung. Gut.
Das wird uns dann auf, das wird dann dir auffallen, wenn es bei dir irgendwann wieder anfängt oder sollte anfangen, schlimmer zu werden. Theoretisch. Also ab wann? Ab hier? Soll ab hier die Tür aufgehen oder ab hier? Eigentlich kurz davor. Also ein Block davor. Ja. So, drei. Drei. Nee, drei. Okay. So, ab in die Schweißkiste. Verbindung öffnen, starten. So, die 6. Wo ist der? Ja. Konfiguration. Ja. Ja, da haben wir wohl damals aufgehört gehabt mit dem Glas. Hoffen wir, das sehen wir jetzt mal weiter. Funktioniert. Okay. Die erste Airlock-Tür funktioniert. Jetzt kommt die zweite dran. Okay. War nicht mal im Gespräch, dass du die eigentlich nicht machen wolltest? Was? Die Airlock-Türen? Ja, keine Ahnung. Irgendwann hast du mir mal gesagt, nee, das können wir dann bei der Hand auch so machen. Achso, ja. Ich bin faul geworden. Ich habe jetzt bei mir auf meiner privaten Welt, habe ich jetzt gestern oder vorgestern auch alle Türen von mir automatisiert und keine Ahnung. Okay, haben wir noch Klassen der Basis? Kann ich gleich einmal nachgucken. Oh, weißt du, wie ich das vermisst habe? Die Was? Anderthalb Wochen hier rumzufliegen? Mit dir aufzunehmen? Ein Tipp vorweg an Leute, die dann Space Engineers die Schnauze voll haben. Spielt mal anderthalb Wochen irgendwas anderes oder noch nicht mal, macht irgendwas anderes. Ihr werdet merken, dass ihr dieses Spiel vermisst. Ja. Ah. So, ich kann immer schnell nachgucken. Ich habe gerade Glas rausgenommen. Achso. Als du mal wieder an das Glas gedacht hast, habe ich das Glas hier mal rausgenommen gehabt. Ich habe eben gerade noch versucht, das komische etwas, die Sensoren richtig einzustellen. Ja, ja. Ja, gemacht oder was auch immer. So, diese. Oh, letztens habe ich mir mal einen Spaß gemacht und habe mir auf Twitch
weil ich ja noch ein paar Tests gemacht hatte wegen dem Livestream, habe ich mir mal zwei andere angeguckt, die aufgebaut haben, also die Space Engineers performen live. Und das war recht lustig, also ich habe nicht gedacht, dass das so amüsant werden kann. Stimmt, auf das neue Update. Müssen wir da noch eingehen, oder? Wenn du das machen willst, gerne, dann schwenke ich dann gleich bei dir ein. Ja, ich würde dann einfach mal grob sagen, man kann jetzt, wenn man bei dem Fertigungsroboter drin ist und was deassemblen will, vorher konnte man dann nur einstellen, dass alles deassemblen wird. Jetzt kann man die Sachen mit links oder rechter Maustaste einzeln auswählen. Ist in dem Fall hilfreich, da man dann die Schweißgeräte, Handbohrer und sowas einzeln immer zerstören kann und keine Sorge haben muss, dass alles andere mit kaputt geht. Was waren da noch dran? Oh, keine Ahnung. Also kein neues Objekt, so viel weiß ich. Oder das war in der vorigen Update, dieser komische Projektor, das habe ich auch noch nicht durchgenommen. Ah, stimmt, mit dem Projektor. Da bin ich immer noch am Verzweifeln, wie der funktioniert. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein, weil da hat mich da echt gestern dumm und dämlich. Was weiß ich. Ich war wirklich gestern verzweifelt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie. Ich habe den in jede Richtung ausprobiert, jedes Mal neu eingefügt, das Objekt, und ging gar nicht. Also, ja. Wäre irgendwie nett, wenn ihr verzweifelt in die Kommentare schreiben könnt, beziehungsweise in Starwings Kommentare, wie das funktioniert. Das Video verlinken, das hilft nicht. Das habe ich mir schon selber zu oft angeguckt. Wenn du willst, kannst du es gerne auch mal ausprobieren, Starwing. Ja, ich mache jetzt erstmal hier das Treppenhaus fertig. Also wenn du es hinkriegst, dann gratuliere ich dir. Und dann können wir gerne auch ein Schiff zusammenbauen. Hab hier nämlich noch eins bei mir in der Datenbank. Wenn du F10 drückst. Dann taucht bei dir auf der rechten Seite die Datenbank auf. Ah, okay. Ja, da habe ich auch noch drei Sachen drin. Da hast du drei Sachen drin? Ja. Dann hast du davon schon irgendwie ein Foto gemacht und die kann man dann drucken lassen. Oder Steam-Einträge sind das. Okay. Ah, Leute, wisst ihr eigentlich, wie sehr ich das hier echt vermisst habe? Ich kann man kaum glauben. Ach da. Wusstest du, dass das Treppenhaus fast breiter ist als der Aufzug? Ja. Aber schönes Treppenhaus. Nein, kann man das glaube ich mal machen. Beiplatten. Container. Was ist denn das? Okay. Acht. Neun. So, jetzt mache ich was ich mir bei meinem Kollegen Silberrot abgeguckt habe. Normalerweise macht man das ja nicht. Aber das fand ich so tüftlich, dass ich das hier auch mache. So, Naja, Sifford guckt ja auch ab und zu bei uns ab. Entschuldigung, Abfänger. Hätte ich ja niemals von ihm. Hast du gesehen, dass der den Aufzug sich bei uns abgeguckt hat? Ja. Ja, ja. Okay. Fand ich cool.
ein kleines persönliches Highlight. Also ich werde jetzt mal unten bei uns hier alles zumüllen. Währenddessen bitte ich dich, dass du nicht hier unten, nicht hier runterkommst. So eine Überraschung werden, wie es aussieht dann. Du wirst da unten alles zumüllen. Na gut, wenn ich genug Arbeitsmaterial habe, dann brauche ich nicht da runterzukommen. Ja, ansonsten bringe ich dir es hoch. Also nicht, dass du hier irgendwie durch ein Fenster guckst oder so. Ich guck gerade durch ein Fenster. Ein Fenster, was ich selbst gebaut habe. Ist das jetzt verboten? Ja. Aber weißt du, was so krass ist? Man sieht von hier aus das Kreuz. Welches Kreuz? Das Kreuz von dem Asteroiden. Ich komme hoch. Ich sehe gerade bei mir. Der Hammer schlechthin. Warte, ich geh mal in die. Hast du genügend Träger dabei? Oh ja. Dann kann bei euch schon mal den Ansatz oben von der Glasfront. Diese Schrägen da. So. Welche Schrägen? Ja, nochmal zubauen. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Da habe ich noch vor, ein Glas noch drauf zu setzen. Hier, dass das hier ein Glasgebäude wird. Dass das hier. Das hier könnte man eigentlich so als Essensraum machen oder so. Wo dann ein paar Tische hinkommen oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann könnte ich das aber gern nach hinten her verbreitern, dass wir da hinten die Küche dann reinsetzen, weißt du? Ja, können wir machen. Weil ich finde das ja eigentlich ganz schön, wenn man hier irgendwie sitzt und dann kann man ja hier wunderbar hingucken. Ja, das kann man machen. Erstmal einen Streamshot gemacht. Ja, aber das hier mit dem Kreuz ist Hammer. Ja. Das wird da richtig schön dann in den. Das Kreuz sehen kann. Momentan. Ja. Depp. Ja, warum Depp? Weil du mir alles, was ich mir gerade schön rede, hier wieder verdirbst. Arsch. Was mir auch gerade auffällt, das ist, warte, ich muss mal in die Playerliste gehen. Siehst du meinen Namen normal oder siehst du die Kürzel vorne dran? Ich sehe deinen Namen komplett. Also C und J und dann deinen Namen. Aber du siehst nicht die anderen Kürzel da vorne dran, die jetzt zu dem. Da steht CAA Starring German. Oder gern. Ja. CAA? Okay, komisch. Ja, CAA. Community of Axe. Ja, das ist noch von. Wieso ist das dann. Wieso hat er das nicht übernommen? Weil in der Playerlist. Wie steht das bei mir? In der Playerlist steht das DTU, aber bei dir steht gar nichts davor. Ja, dann bei mir ist es auch nicht übernommen. Aber ist auch nicht schlimm. Das ist nur komisch. Aber mal die Aufklärung an unsere Fans, was heißt DTU? DTU ist die deutsche Trucker-Unternehmen. Das ist eine Spedition von Euro Truck Simulator 2, für die wir momentan fahren. Ja, der liebe Jason und der Starwing, wir beide sind dabei. So. Und 12. Also, falls hier Trucker-Leute hier das gucken, wisst ihr jetzt Bescheid, für welche Spedition wir fahren.
Und falls doch zufälligerweise einer der DTUs anguckt, wir grüßen euch! Ey, du Langweiler. Hm? Hast du eben nicht zugehört? Nö. Ja. War klar. Du bist so ein Dosenschwenker, echt? Nichts auf der Platte, aber das hast du. So. Mal überlegen, das haben wir. Das haben wir. Die haben wir. Komm, dann kommt noch so eine. So. Ja, 330, nein. Ich bin ja aber echt gespannt, was er da unten fabriziert. Wo ist ein Dreck? Wäre bei dir nichts Neues. Hm. So, jetzt noch drei Sprengköpfe und dann ist es fertig. Sprengköpfe? Ja. Was machst du? Ich mach keine Bomben mit Timer. Überlege, ich hab Angst. Also ich sag schon die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich keine Sprengköpfe mit Timer mache. Trotzdem habe ich Angst. Ey, nicht reinkommen. Nein, ich habe mir ja extra oben das Schiff hingestellt, dass ich hier Material holen kann. Ich lass dich schon deine Privatsphäre. Ja. Was soll dieses angezögelte? Aha. Ich sag nur eins. Sieht jetzt vollgestellt aus. Der Eingang, naja, muss ich eventuell noch was ändern, aber erstmal bleibt das also. Ich glaub der mir jetzt nicht. Ich find das gut. Was ist? Das ist? Genau. Das ist? Nee, tut mir leid. Komm, kannst noch mal sagen. Ach, du kannst mich mal so. Ja, ach, komm endlich rein. Keine Zeit. Ja, dann nicht mal ein Problem. Was? Nee, nix was. Oh, ich sterbe gleich. Aha. Erstmal Energie aufladen. Du sollst Energie aufladen, wenn ich dir irgendwas in die Binde kippen. Ah. Ach, das hat man gehört. Ja, das hat man gehört. Ja, nee. Nebenbei haben wir einen ganz kleinen Schluck getrunken. Du Dosensparnferkel, du! Das sieht bei dir oben aber ganz schön schön aus. Wenn ich ja was mache, mache ich es richtig. Sag der Richtige. Was? Nix was. Kollege, du willst auf die Fresse haben? Warum? Ich sag doch nur die Wahrheit. Du sagst doch das Richtige oder nicht? Ach, dann macht er erstmal was kaputt, ey, das ist so mega. Ich hab's erweitert, du hammelblödiger, blödiger Jan, du. Dann macht er erstmal was kaputt, ey. Das ist so ein Depp-Chef. Das macht so viel Spaß, ey.
Mich stärker oder was, du Deppchef? Oh, wir sind ja schon am Ende der Montagsfolge angekommen. Ja, dann geh einmal nach unten und guck jetzt. Au. Na gut, dann schau ich mal das Schweißschiff wieder in die Basis. Ach, da oben ist ein Ausgang. Oh. Wo ist ein Ausgang? Ja, für die Bahn ist, kann man da oben Verbinder. Der Verbinder hat eine andere Bedeutung. Der hat kein, ist kein nicht angeschlossen ans System. Ach so, einfach nur zum Andocken. Einfach nur um. Ja. Kann ich jetzt nicht so verraten, wie es soll. Ja. So, Optik. So, dann gucken wir mal. Ah je. Und für diese Dinger hier braucht man Sprengköpfe. 3 Stück jeweils. Ja, hast du auch mal gelesen, warum? Ja. Aber ich finde das eigentlich mal ganz schön, dass man hier so verstehen hat. Kann eigentlich die beiden auch noch mitten in den Raum reinstellen, weil ich finde das irgendwie bei den Eingang hier nicht ganz schön, aber jetzt erstmal habe ich das da stehen gehabt. Das ist deine Entscheidung, wie du das machst. Ich stelle mal hier irgendwie vielleicht einen Raum oder was auch immer. Und den hier wollte ich eigentlich tiefer stellen, dass er hier nicht so draufsteht. Ja, machen wir ja noch. Da kommt ja noch ein Stück tiefer. Na gut, dann gehen wir mal abmoderieren. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, lasst bitte einen Kommentar da, dass wir genau wissen, was ihr an uns nicht wolltet. Willst noch jemand grüßen? Ich, ja, unsere Community. Unsere Community, gut. Ich grüße noch unsere Sponsoren. Was? Und die Zwacker-Community. Stimmt, die dürfen wir jetzt ja nicht vergessen. Hahaha. Ja, dann. Ich grüße noch unsere Spontanzuschauer, unsere Abonnenten. Und ich wünsche euch einen frohen zweiten Advent, auch wenn wir gerade Montag haben. Warum zweiten? Weil wir im zweiten Advent sind, du Hammel. Zumindest auf der Erde. Arschkopf, der blöde. Ja, leider nicht. Was? Wir können uns gerne einen Adventskranz schicken, dann können wir auch den zweiten Advent. Genau. Na gut, man hört sich. Man sieht sich. Man liest sich. Ciao.